So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 17. In der letzten Folge haben wir gegen Bremen 2:0 gewonnen. War ein sehr gutes Spiel unserer Mannschaft. Ich meine, gut, es war ein Eigentor mit dabei, aber es war trotzdem gut. Wir sind wieder auf dem ersten Platz. Bayern und Gladbach sind uns trotzdem noch am Arsch. Beste Tordifferenz der Liga beschert uns momentan den ersten Platz. Und erstmal danke für euren ganzen Kommentare, ja, und unter dem letzten Video. Echt geil, ich habe alle Jugendspieler eingetragen, die jetzt noch, also von den Leuten, die jetzt noch Jugendspieler haben wollten. Seid da aber geduldig, ne, wer selber Fußballmanager spielt, der weiß, Jugendspieler fallen nicht einfach so vom Himmel. Und wir werden neue bekommen, es kann aber ein bisschen dauern, bis die neuen Jugendspieler dann da sind und alle vergeben sind. Ich habe auch noch jemanden, der wartet schon Ewigkeiten auf einen. Und er bekommt ihn einfach nicht, weil wir kein Innenverteidiger-Talent bekommen. So kann das halt manchmal laufen. Gut, Leute, heute geht's gegen Lyon in der Champions League weiter. Ich wollte schon Euroleague sagen. Wir gehen mal voran. Und heute das Spiel, das werden wir ernst nehmen. Wir werden nicht rotieren. Wir werden versuchen, Punkte zu machen, denn wir brauchen Punkte in der Gruppe. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe und haben schon Punkte liegen lassen. Von daher sollten wir möglichst gucken, dass wir da heute ein bisschen was rausholen. Entschuldigt auch, dass das momentan so unregelmäßig ist. Und jetzt ist IB und Mitchell Weiser infiziert durch die Viruserkrankung. Was ist denn das gerade in der Mannschaft zur Hölle? Ja, da muss halt doch Stenzel spielen. Und Hector würde ich ganz gerne auch schon. Dafür spielt dann Gerhard. Das ist jetzt schon wieder echt kontraproduktiv, was hier passiert. Dann nehmen wir noch Aligi mit. Ne, Hector behalten wir auf der Bank. Genau, Hector, Merino, Pulisic, Gnabry, Golovin und ja, Gyrassi ist auch verletzt. Leute, was ist denn hier los? Alter. Drei Leute durch diese scheiß Viruserkrankung verletzt. Ich hasse es. Aber wenigstens ist Golovin wieder da. Gut, Leute, dann gehen wir heute einfach mal so rein ins Spiel. Dann müssen unsere Stürmer halt heute mal durchspielen. Das wird dann lustig im nächsten Spiel gegen Augsburg. Da werden wir dann vielleicht mal Trautmann nach oben holen. Für das nächste Spiel dann. Wir haben aber halt noch ein bisschen Pause auch dazwischen. Deswegen denke ich, könnte das eigentlich ganz gut laufen. Wir gucken jetzt gerade mal, dass wir ein bisschen mit den Leuten hier reden. Noch vor dem Spiel gegen Lyon. Und ich wurde schon wieder gefragt, ja, wie man denn so eine gute Jugend hinbekommt. Obwohl ich das schon 100-mal erklärt habe. Ihr müsst einfach nur, also es ist eigentlich eine ganz einfache Sache, an die ich mich immer halte, ja. Immer schlechte Talente aussortieren, weil neue Jugendspieler in der Jugend orientieren sich an den vorhandenen. Auch von den Talenten her, ja. Also wenn ihr nur 8-Sterne-Talente, also mit 4 vollen Sternen habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gleichen auch wieder neu in die Jugend kommen, also neue Leute mit dem gleichen Talent, höher, ja. Dann Scouts einstellen und die Jugend und halt Jugendscout betreiben oder Jugendscouting betreiben, ne, hier beobachtet Jugendspieler, macht da ganz einfach, ist ganz unterste Option bei den Scouts, glaube ich. Und mehr mache ich auch nicht. Ja, das habe ich schon 100-mal erklärt irgendwie und trotzdem würde ich immer wieder gefragt. Gut. Aber ich hoffe, jetzt habt ihr das verstanden. Weil es ist auch wirklich nicht schwer. Ja, ihr müsst halt einfach immer nur hingehen. Hier mache ich es jetzt gerade nicht. Dass ich halt die ganzen 3-Sterne-Talente raushaue oder 6 Sterne, wie auch immer man das sagen möchte. Aber hier habe ich das halt immer wieder gemacht in der B-Jugend und ihr seht, was daraus wird. Ja, die neuen Spieler orientieren sich immer mehr an den vorhandenen Spielern und wir haben so krank viele Talente. Das ist echt, also wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt oder ein bisschen drum kümmert, dann ist das richtig krank. Und ihr seht aber auch schon, wir haben echt einen Mangel an Innenverteidiger-Talenten. Das ist echt eklig. Echt eklig, wir brauchen mal mehr Innenverteidiger. Aber dafür kriegen wir halt irgendwie nur Offensive. Und ich habe immer noch vergessen, Lars sein Spielerbild zu schicken. Das wollte er eigentlich haben. Muss ich echt mal machen. Mach ich gleich, nach der Folge sofort. Gut, Leute, gehen wir rein ins Spiel.
gegen Lyon. Ich denke, das könnte heute nochmal ganz interessant werden, denn Lyon ist eine starke Mannschaft. Lacazette ist ein verdammt krasser Offensivmann. Cornet auch. Also da haben wir auf jeden Fall ordentlich Leute gegen uns. Und natürlich Tolisso spielt auch noch hier. Ja. Also das wird gar nicht mal so easy werden. Starke Mannschaft, Lyon. Gehen wir rein. Bis gleich im Spiel. So Leute, willkommen zum nächsten Spiel der Champions League Gruppenphase gegen Olympique Lyon. Jetzt mal zu Hause. Ja, ich bin gerade zu Hause. Wir sagen der Mannschaft, die soll draufgehen. Ganz schwache Aktion davon. Ferry verzettelt sich in einen Zweikampf mit Gerhard, verliert dadurch den Ball. Und ja, wir sind sehr offensiv ausgerichtet. Lyon weiß ich gar nicht. Ich denke, sie werden auch sehr offensiv ausgerichtet sein. Einfach aus dem Grund, dass sie auch mit drei Spitzen spielen. Von links segelt eine Flanke von Bittencourt an den langen Pfosten. Diop verschätzt sich ja, eine Gerhard köpft aus 5 Metern aufs Tor. Aber genau auf den Torwart. Das darf eigentlich nicht passieren. Das muss er geschickter machen. Klares Foul jetzt von Plattenhardt. Gelbe Karte für ihn nach einem taktischen Foul. Ja, und in der Champions League ist es ja momentan, alle haben so ein bisschen, sind so ein bisschen gleich auf. Real Madrid verliert momentan gegen Tottenham. Und wenn wir hier was machen würden, dann wäre das auch ziemlich geil. Hier läuft noch die Chance durch. Und das Spiel geht aber schon weiter. Oliver Torres wieder mit einem Weltklasse-Spiel. Modest hat hoffentlich falsche Schuhe für diese Platzbedingungen ausgewählt. Muss die jetzt wechseln. Nächste gute Möglichkeit von uns hier. Überraschender und daher unwiderstehlicher Antritt von Oliver Torres. Der Torwart macht sich so groß wie möglich. Bekommt aber einen Beinschuss von Oliver Torres, der hier heute in Höchstform ist. Und der rastet momentan so aus, der Typ. Alter Schwede. Der ist richtig krass unterwegs. Macht hier das 1:0 gegen Lyon quasi im Alleingang. Und ich meine, was soll man zu dem sagen? Was soll man dazu noch sagen? Flanke vom Bittencourt kommt hoch in den Strafraum. Oliver Torres köpft über den Torwart hinweg. Aber Diop klärt einfach auf der Linie. Was war das denn? Also das war ja mal das sichere 2:0. Grenier holt sich jetzt hier die gelbe Karte gegen Gerhard nach einem Foul an ihm. Also es war jetzt wirklich schon das sichere 2:0, aber Diop macht hier einfach, der klärt ihn auf der Linie. Was zur Hölle. Lacazette jetzt auch mit einem V-Spiel, kriegt auch gelb. Eieieiei. Ja, momentan Oliver Giroud, einfach der überragende Spieler seit, ich glaube jetzt 3 Partien oder so. Bittencourt auch, kommt nochmal über die linke Seite, zieht nach innen. Der Ball geht aber knapp über das Gehäuse nach seinem Schuss. Also Bittencourt will heute auf jeden Fall auch. Das merkt man, das sieht man. Abpfiff, erste Halbzeit. Ich denke, wir haben hier die klaren, besseren Chancen im Vergleich zu Lyon. Und ja, wir lassen den Co-Trainer mal entscheiden. Sané wird hier motiviert. Ich denke, er kann auch noch um einiges mehr. Er kann auch noch wirklich einiges mehr, was er hier gerade zeigt. Ist auch nicht gut in Form. Also bei ihm warte ich noch so ein bisschen, dass der Knoten platzt. Ja, sagt man ja immer so, na, der Knoten muss jetzt auch endlich dann mal platzen bei ihm. Aber ich gebe ihm dann noch ein bisschen Zeit auf jeden Fall. Ecke von Stenzel, Dadaschow steigt hoch. Aber Diop ist einen Moment eher am Ball. Also der Verteidiger von Lyon, der macht heute echt ein Wahnsinnsspiel, dieser Diop. Ich meine, verhindert ein sicheres Gegentor. Ist hellwach in der Defensive. Also da kann sich Lyon echt bei ihm bedanken. Weil er ja wirklich der einzige Faktor ist, warum es noch nicht 2:0 steht. Drehschuss von Modest, gefährlich. Torwart ist zur Stelle. Begräbt den Ball unter sich. Überlassen unsere Leute auf der Bank jetzt mal aufwärmen. Frische sieht momentan ja noch gut aus. Ich denke, unsere Stürmer sollten das auch schaffen, heute durchzuspielen. Wir wechseln jetzt mal, oder wir sagen Stenzel mal, dass er sich jetzt auch um Pizzi kümmern soll. Da ist ja André Rafa Silva rausgegangen, nicht André Silva. Korkuff kommt rein. Für Ferry. Der Doppelwechsel da bei Lyon. Nächste gute Möglichkeit für uns. Anthony Modest kommt 13 Metern völlig unbedingt zum Schuss, zieht aber rechts vorbei. Ja, irgendwie momentan läuft es nicht so bei uns in der Offensive.
Aber dafür ist Oliver Torres einfach in Bestform. Ja. Es kommt Halstenberg rein für Benoit Robin. Okay. Wir müssen jetzt gleich auch mal wechseln. Nach der Großchance jetzt. Bittencourt legt rechts zu Sané. Der wird von Gonalon nicht entscheidend attackiert. Schießt und bringt den Ball im kurzen Eck unter. Und der Robert kommt nicht mehr ran. Tor Leroy Sané. Nice. Das habe ich ihm gegönnt. Darauf haben wir gewartet. Ich würde jetzt am liebsten Dalatschow auswechseln und Modest. Die beiden, die momentan ein bisschen wenig bringen. Aber ja, wir haben keine Stürmer mit dabei. Deswegen werden wir Wanyama auswechseln. Dafür kommt dann Sørensen rein. Der ist zwar nicht sonderlich gut in Form, kann aber vielleicht noch die eine oder andere gute Note mitnehmen. Und dann gehen wir erstmal so weiter. Wir nehmen mal Oliver Torres auch raus. Dafür kommt Golovin rein. Ja, machen wir mal den Doppelwechsel. Ich weiß, Torres ist heute der überragende Mann auf dem Feld, aber ja. Er bekommt die Pause. Wir haben ja noch ein wichtiges Spiel gegen Augsburg hier nach. Von daher, ne, brauchen wir ihn da auf jeden Fall auch noch. Und Golovin ist ja von der Qualität her genauso wie Torres. Auch wenn Torres momentan ein paar Punkte stärker ist durch die bessere Form auch. Und ich denke, wir werden gleich auch Sané auswechseln. Wir haben jetzt den Doppelwechsel gemacht. Konterchance, Bittencourt läuft ganz alleine auf den Torwart zu. Querpass zu Sané, Tor! Leroy Sané mit seinem zweiten Tor heute. Und wenn das mal nicht das Paradebeispiel für der Knoten ist, geplatzt ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, dann werden wir jetzt Sané aber auswechseln. Doppeltorschütze heute. Wahnsinnsspiel gemacht. Dafür kommt dann Pulisic rein. Ja, auf, der kann dann nochmal ein bisschen vorne was machen. Und ja, Sané mit der Note 2 wird seine Form hier auf jeden Fall um einiges verbessern. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Grenier ist jetzt noch verletzt, Wadenprellung, das wünscht man keinem gute Besserung. Und unsere Spieler wirken sogar momentan gelangweilt. Heieiei. Golovin mit einem Millimeter genommen, passt in den Laufweg von Dadachov, der visiert die kurze Ecke an, aber nicht mit Kardinal. Heißt er so, Kardinal? Ich hoffe. Ist immer so eine Sache mit dem Aussprechen. Nicht vertrauter Namen. Ja, und ich denke, wir gehen jetzt aber einfach so, ne, Richtung Ende. Stenzel mit der Ecke wieder. Ja, Stenzel auch wieder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also, der ist echt ein sehr guter Ersatz für Weiser. Aber wenn es von jemandem heute ein bisschen zu wenig gegeben hat, dann auf jeden Fall von Dadachow und Modest. Modest kriegt hier nochmal die gelbe Karte wegen Meckern. Also es läuft doch alles gut, Modest. Was ist denn los, ey? Und der holt sich hier nochmal wegen Meckern die gelbe Karte. Echt unnötig. Echt verdammt unnötig. Gut, Leute, wir haben gewonnen, haben 3 Punkte eingefahren in der Champions League. Sind damit momentan Erster in der Tabelle. Ja, Real Madrid hat verloren, genauso wie Lyon verloren hat und Tottenham. Und wir sind auf dem ersten und zweiten Platz. Punktgleich, aber wir haben die bessere Tordifferenz. Ja, da haben wir doch mal ordentlich einen rausgehauen heute gegen Lyon. Und ich würde sagen, wir gehen nach Bericht und schauen uns das Ganze im Detail an. Ja, Oliver Torres heute wieder ein Riesenspiel gemacht, aber Augenmerk, Leroy Sané, Form von 11, wieder gut dabei, der Gute. Und das freut mich riesig, weil er ist einfach unglaublich. Oliver Torres in der Form von 17. Also der ist momentan echt on fire. Der Typ, der macht uns richtig wuschig. Aber was halt mega geil ist, ist halt einfach, dass Sané heute 2 Tore gemacht haben. Wir haben Lyon richtig dominiert. Die hatten gar keine Möglichkeiten heute gegen uns. 10:0 Chancen. Lyon hat gar nichts hinbekommen, außer 2 Fouls und 2 gelbe Karten. Sonst war da heute nicht viel, was bei Lyon ging. Ja, und Real Madrid hat auch verloren, was ich sehr interessant finde. 3:2 gegen Tottenham. Eieiei. Eieieiei. Gut, wir gehen weiter. Dann haben wir als nächstes das Spiel gegen Augsburg. Das gibt's dann aber, wie bekannt, nur, also erst in der nächsten Folge. Mitchell Weiser ist auch wieder fit. Nächstes Spiel gegen Augsburg. Ich denke, ja, Gerhard hat sich auch verletzt, 7 Tage.
Was kommen denn jetzt schon wieder diese ganzen kleinen Popelverletzungen? Das ist richtig eklig. Aber Hector hat ja die Pause bekommen im letzten Spiel. Denke ich, er kann, also ich denke, er wird dann wieder spielen können. Wir werden auf jeden Fall Trautmann nach oben holen. Können wir jetzt eigentlich schon mal machen. Trautmann oder Polt? Ne, Trautmann. Komm, wir holen Trautmann nach oben, in die erste Mannschaft verschieben. Für das nächste Spiel. Ja, kommt er mal hoch. Er ist halt in einer besseren Verfassung. Wie... für wen nehmen wir ihn denn mal mit dann? Pulisic? Ne, Gnabry. Nehmen wir mal für Gnabry mit. Gehen wir mal so rein in die nächste Partie, denke ich. Ich denke, es wird ein ganz interessantes Spiel gegen Augsburg in der nächsten Partie. Wir haben noch ein paar News. Trainingsziele wurden erreicht. Medienarbeit zahlt sich aus. Unsere B-Jugend hat wieder 2:0 gewonnen. Teratox mit 2 Toren. Ja, der rastet doch aus hier, unser Guter. Fabian mit einer Vorlage und Teratox rastet echt aus, ey. Das ist echt krass. Sehr, sehr gut. Nice. Wieder 2 Tore von ihm und trotzdem nur Note 3. Da muss er geschlafen haben im Rest vom Spiel. Echt heftig. Gut. Dann, Leute, würde ich sagen, war's das für diese Folge Fußballmanager. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, haut rein. Ciao.